Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, wir bedanken uns ganz herzlich bei den bayerischen Genossinnen und Genossen für einen glänzenden und tollen Wahlkampf. Jeder, der dort war, hat gesehen, welcher Schwung drin war. Die Linke braucht nicht in Sack und Asche gehen. Sie hat einen Plus von 1,4% und die Bayern haben diesen Wahlkampf enorm belebt. Sie haben nicht nur einen tollen Wahlkampf gemacht, sondern Sie haben auch mit den 50.000, die so ausgehetzt demonstriert haben, 12.000, die für bezahlbaren Wohnraum auf die Straße gegangen sind und 40.000, die gegen das Polizeigesetz und für mehr Demokratie demonstriert haben, haben Sie den Beginn gemacht von gestern in Berlin, wo 240.000 Menschen gegen Ausgrenzung und für internationale Solidarität auf die Straße gegangen sind. Dafür herzlichen Dank an die Bayern, an das widerständige Bayern, zu denen auch die Linke gehört. Keine Frage, wir wären gerne reingekommen und dieser schwarze Landtag hätte einen roten Farbtupfer wirklich verdient. Trotzdem, bei uns zeigen die Balken nach oben. Verloren hat ganz eindeutig die Große Koalition. Die Parteien der Großen Koalition, die CSU und die SPD, haben eine deutliche Wahlschlappe erhalten. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass selbst die CSU mit ihrer extremen Hetze gegen Flüchtlinge und gegen Migrantinnen und Migranten und mit der Übernahme von AfD-Positionen nicht punkten konnte. Ich finde, die Niederlage dort für Sie ist verdient. Selbstverständlich werden wir weitermachen. Wir haben Schwung bekommen durch diese Wahl und wir werden jetzt weiter in Bayern dafür kämpfen, für das Volksbegehren gegen den Pflegenotstand, für bezahlbaren Wohnraum. Wir werden mit allen Akteuren auf die Straße gehen, um Druck zu machen auf die neue bayerische Landesregierung und auf veränderte Verhältnisse in ganz Deutschland. Ich glaube, der Mut unserer Genossinnen und Genossen dort ist ungebrochen. Man muss auch sehen, wir haben einen enormen Zulauf von jungen Leuten gehabt. Es war ihr erster Wahlkampf, ihr erstes Engagement. Wir brauchen uns nicht verstecken, sondern im Gegenteil, es ist ein Anfang gemacht für den Einzug in den nächsten Bayerischen Landtag und vor allen Dingen eine gute Vorlage für einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf im Jahr 2020, wo wir doch unsere Basis in der Breite dieses großen Flächenlandes deutlich ausbauen können. Dafür sind jetzt unsere Kandidatinnen und Kandidaten bekannter, sie sind verankerter und man hat auch in Bayern erlebt, dass der Zuspruch auf den Plätzen, in den Hallen außerordentlich gut war für die Linken. Man muss ja auch ein bisschen sehen, wo wir herkommen. Also nochmal herzliche Gratulation an die bayerischen Genossinnen und Genossen.